Verwandte von Gayenne. Wirklich? Was macht die denn hier? Keine Ahnung. Hier ist das Meer, der See. Unser Zuhause war irgendwo hier, ja. Hey, quäl dich lieber nicht mit der Erinnerung rum. Ja, ist alles Geschichte. Unser Zuhause. Finden wir hier drin überhaupt ein Messer? Oder hätte man da Glück haben müssen? Seit wann haben wir ein Messer? Okay, ja, danke. Mist! Die Klinge ist kaputt, aber das war's wert. Hier ist jede Menge Zeug drin. Ich sollte die Augen offen halten. Da könnten noch mehr solche Truhen sein. Oha. So. Mal sehen, was sich machen lässt. Dann machen wir halt einen zusätzlichen Topf. Das sollte die Sache erleichtern. Cool. Gut. Mehr können wir auch nicht. Da ist auch nochmal so eine Kiste, aber wir haben kein Messer mehr. So, let's go. Also, wann geht's jetzt los? Keine Ahnung. Mir egal. Du willst da sowieso nicht raus. Glaub mir. Mist! Das Tor ist so nah. Es sind zu viele. Da kommen wir nicht vorbei. Hier bleiben geht nicht. Wir brauchen einen Plan. Ach, keine Ahnung. Hier gibt es eine Menge komisches Zeug. Sehen wir uns um. Natürlich. Siehst du das auch? Was? Da oben. Die Balliste. Hör zu. Ich habe hier genug Material für jede Menge Stupefaccio. Wenn wir die Paste auf die Bolzenspitze schmieren und damit schießen, erzeugt der Aufprall hoffentlich genug Reibung, dass sie sich entzündet. Dann haben wir genug Rauch, sodass keiner was sieht. Wenn es klappt. Was Besseres fällt uns nicht ein. Also holen wir die Balliste darunter. Da oben ist eine Kurbel. Wie kommen wir hoch? Da ist nichts zum Klettern. Irgendwo muss doch. Hey, holt mehr Männer! Wir werden die Patrouillenstärke verdoppeln. Wir müssen uns beeilen. Bald sind noch mehr hier. Tja, keine Ahnung. Dieses Chaos hier. Da könnte was. Da, da ist ein Karren. Ja, gut gesehen. Schieben wir ihn zurecht. Ja, okay. Ach, ach Gottes Willen. Okay, ich dachte, das war der Karren. Aber das ist der Karren. Die sind viel zu still. Das Chaos in der Stadt scheint uns gelegen zu kommen. Ja, sie kriegen Angst. Die Lenkung ist richtig weird. So, was haben wir denn da? Dann ran an die Kurbel. Hallo, das leuchtet so schön. Warum ist da nichts? Also los. Boah, das Ding ist schwer. Hast du sowas schon mal verwendet? Natürlich nicht. Was? Da ist dein Gegengewicht. Ich übernehme die Kurbel, wenn du willst. Ja. Wir müssen irgendwie die Kette loswerden. Lukas, das übernimmst du. Natürlich. Und abwärts. Es funktioniert. Ja. So, kann man die abmachen? Also ich kann halt irgendwie gar nicht an das Ding ran. I don't know. Kann ich von da irgendwas kaputt schießen? Ah. Ja. Ach, ja. Die Kette ist kaputt. Lass los. Gut. Los, zur Tür damit, schnell. Gut.
Als ob die einfach die Balliste. Ja. Ich weiß. Wenn das schief geht, ist Hugo allein. Und wir sterben. Und das wollen wir nicht. Hier passt es. Halt, das Stupefaccio. Das ist verrückt, Lukas. Das ist jetzt auch egal. Na gut. Passt. Über die Kurbel an der Seite wird sie gespannt. Bin dabei. Und wann machst du die Türen auf? Gar nicht. Schieß einfach durch, sonst entsteht nicht genug Reibung. Was? Wir wissen nicht mal, ob der Bolzen sie durchschlägt. Mach einfach. Na, solche Pläne sind mir am liebsten. Mach dich bereit. Bin ich schon. Oh Gott. Seid ihr bereit? Auf geht's. Nice. Und die sind wieder daheim. Na endlich, wieso kommt ihr erst jetzt? Naja, ich... Der Kräuterkundler war nicht da und wir mussten auf ihn warten. Aber wir haben alles. Wir müssen ihm das geben. Und zwar schnell, wir haben genug Zeit verloren. Wie geht's ihm? Er ist erschöpft. Er schlief ein, als es besser wurde. Ganz ruhig, er ist in guten Händen. Den Besten sei versichert. Ich hoffe es für euch. Pflicht der Beschützerin. Nein. Ja, es ist schwer, doch es muss sein. 2 Tage schon. Wie kannst du nur tatenlos rumstehen? Das hat er nicht verdient. Ich werde ihn da rausholen. Alicia, tu's nicht. Die letzte Schwelle erreicht, kommt äußerst selten vor. Sie ist sehr gefährlich. Selbstverständlich sollte er schleunigst isoliert werden. Der Orden hat spezielle Einrichtungen. Ihr wollt ihn wegsperren? Weißt du, wozu dein Bruder fähig ist? Er wird noch viel Schlimmeres anrichten. Hey, er ist nur ein Kind. Das ist nicht seine Schuld. Je mehr ihr ihm wehtut, desto mehr Ratten wird es geben. Und noch mehr Menschen werden sterben. Und genau deshalb müssen wir ihn von hier wegbringen. Während seine Tage sich dem Ende neigen, wird seine Macht stärker. Magister, bitte. Was meint ihr? Amicia, Hugo ist verdammt. Die letzte Schwelle bedeutet den Tod für den Träger. Nein, nein, da muss ein Ausweg sein. Lukas wollte... Dein Freund verschaffte euch Zeit, als dein Bruder die erste Schwelle erreichte, aber das hier ist etwas völlig anderes. Nichts kann es aufhalten. Kein Elixier, kein Trank. Wartet, da ist eine Insel. Er erwähnt immer diese Insel. Vielleicht steckt die Makula dahinter. Das sind kindische Träumereien. Und was haben diese kindischen Träumereien an der Wand eures Labors verloren? Ja, was ist dort? Armes Mädchen, du flüchtest vor der Realität. Akzeptiere dein Schicksal und das deines Bruders. Das Schicksal einer Beschützerin ist es, dem Orden Folge zu leisten. Euer blöder Orden ist mir völlig egal. Ich kenne euch nicht und ich arbeite auch nicht für euch. Lasst mich zu ihm. Hugo schläft, Amicia. Du bist zu aufgeregt, um bei ihm zu sein. Lasst mich durch! Erst wenn du dich beruhigt hast. Du hast es selbst gesagt, die Makula nährt sich von seinen Gefühlen. Hört zu, wir werden, sobald es uns möglich ist, zum Ordensquartier in Marseille aufbrechen. Ich habe Boot und Mann. Joseph, er wartet am Hafen und er muss gewarnt werden. Was mich betrifft, ich werde mich ausruhen. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Lukas. Bitte geh zum Hafen und finde diesen Joseph. Ja, Magistra. Amicia. Du kommst mit. Passt auf. Ihr beide. Geht's dir gut? Nö. Nein. Wusstest du das mit Hugo? Ich,
Ich wollte es dir erzählen, aber... Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder, Lukas. Ich wusste nicht, dass Magister Vaudeur es dir so sagt. Gott, das ist so... Gehen wir weiter. Ja. Oh mein Gott, wie geil das aussieht. Ich hoffe, die Screenshots... Keine Ahnung, wo es die speichert, aber ich werde sie finden. Hergehört! Der Graf von Arl hat eine Ausgangssperre verhängt. Alle Einwohner müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Wer draußen bleibt, wird festgenommen. Da haben wir es. Sie sperren die ganze Stadt ab. Denk an das gesperrte Viertel. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell zum Boot. Ausgangssperre, das kenne ich doch irgendwoher. So. Kein Grund zur Panik. Die Armee der Provence hat die Lage unter Kontrolle. Ja, und jetzt erzähl ihnen, was das bedeutet. Wir werden euch alle abschlachten. Der Wachturm dort hinten, er führt uns zum Hafen. Bereit machen, Männer. Wir bringen die Fracht bald zu den Docks. Zu den Docks? Da wollen wir doch auch hin, oder? Die Käfige auf dem Karren. Das sind Leichen aus der Arena. Da bringen sie also hin. Ja. Amicia, wenn wir da sind, dann hältst du dich mit der Schleuder zurück, ja? Nicht wie in der Scheune. Wir töten keine Soldaten mehr. Keine Sorge, ich hab dich verstanden. Mir fällt schon was ein. Statt der Schleuder kann ich ja auch das Messer nehmen. Lukas, ey, du bist mir ein bisschen zu schnell. Gut, das kann ich nicht. Ein Messer haben wir auch nicht. Okay. Ja, let's go. Du wolltest, dass ich Magister Vaudeur nach der Insel frage. Wegen des Gemäldes in der Loge. Was hat er gesagt? Dass es nur ein Symbol sei. Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Hugos Traum? Ich weiß. Die Insel, das Erwachen der Makula, der Orden, das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. Süß, wir werden irgendwann heiraten. Wenn du ein bisschen älter bist. Und ich auch natürlich. Ist ein bisschen dunkel hier. Es tut mir leid, Amicia. Wegen Hugo. Er ist noch nicht tot. Alles klar. Und vergiss nicht, wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Verstehe. Keine Toten, keine Probleme. Suchen wir das Boot. Let's go. Ich finde das als Bild voll cool. Sorry, Leute. Die Bilder. Wo ist unser Boot? Rot-weißes Segel. Da vorn. Es ist noch da. Zum Glück. Unser Lotse hoffentlich auch. Ja, stimmt. Alter, wie schön. Oh, sie sieht so schön aus. Ich nehme sie mit. Für Hugo. Das müsste Enzian sein. Der wird ihm gefallen. Ich würde ihm gern so viel mehr bieten. Er liebt alles, was von dir kommt. Da wäre ich nicht so sicher.
Enzian. Laut Plinius, dem Alteren. Hallo, hör auf. Hilfe. Laut Plinius, dem... Ja, danke. So schnell kann ich aber nicht lesen. Die Wurzeln einiger Arten dieser aus dem Alpen stammenden Pflanze werden zu einem süß-sauren Likör verarbeitet, der wegen seiner reinigenden und belebenden Wirkung als Aperitif getrunken wird. Als Königin der Berge steht ihre leuchtende, kräftige Farbe für Kummer und Schmerz. Wer einen Enzianstrauß verschenkt, drückt damit eindeutig seine Verachtung aus. Pfeilkraut. Wasserpflanze. Hugus Sammlung, Hugus Herbarium. Okay. Ach, die können wir ausrüsten. Cool. Okay. Kiste. Es rappelt in der Kiste. Krüge dürfen nicht kaputt gehen. Der Stadt bleibt nicht viel Zeit. Die Stadt braucht unbeschädigte Krüge. Beruhig dich. Genug diskutiert, Soldaten. Bewegung, los! Was machen die da? Nichts Gutes, würde ich sagen. Wir sollten einfach hier verschwinden. Der Vorfall in Guyenne soll dort nichts als Massengräber hinterlassen haben. Ja, und bald landet ihr auch in einem. Diese Ausgangssperre wird sie alle umbringen. Ja, das wird schrecklich. Ein Festmahl für die Ratten. Ist ja klasse. Öffnet das Tor! Geht in Stellung! Hey, Neulinge! Ihr wisst, was zu tun ist? Ihr passt auf die Gefäße auf, bis wir auf der anderen Seite sind. Unser Leben hängt davon ab. Sieh dir die Mauer an. Ja, die haben sie schnell hochgezogen. Sie versperrt uns den Weg zum Boot. Gehen wir näher ran. Viel Glück, Leute! Na, klasse. Gibt's auf jeden Fall Sachen zum Aufheben. Leckerkiste. Salpeter. Okay, also Viechis haben wir hier nicht. Soldat, bitte helfen. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter noch mal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. Was ist das für ein Lärm? War nichts.
Ich kann ihn damit ablenken und den anderen womit? Na, da ist auch was. Im Ernst? Schon wieder? Dann mal sehen. Verstecken wir uns. Schon wieder? Ich sehe nach. Bleib weg. Ich bin gar nicht da. Wieder. Sollte lieber nachsehen. Nicht hierher, nicht hierher. Hier versteckt sich jemand. Sucht alles ab. Ihr Schafsköpfe, jetzt ihr seid hier. Lasst sie nicht erdreschen. Wir wurden entdeckt. Echt? Ihr da, machen wir sie kalt. Verdammt. Wo sind sie denn hin? Schwärmt aus. Sucht alles ab. Ist gut. Perfekt. Okay, hier drüben ist nichts. Hier ist eine schöne Kiste. Hier scheint alles sauber zu sein. Lieber mal woanders suchen. Och, ich hasse euch. Wo zur Hölle? Sie sind weg. Sie sind weg? I don't know. Also, ich war da. Oh, damn. Kann ich da einfach schnell durch? Oh nein. Hä, wo müssen wir denn hin? Schnell! Schnappt euch die Eindringlinge! Mir nach! Wir haben es geschafft! Cool. Oh, lieb ich. Psst, beruhig dich, Junge. Beruhig dich. Da ist was. Okay, ich habe keinen Bock mehr. Mehr hast du nicht drauf. Mehr hast du nicht drauf. Was willst du von mir? Sie sind verschwunden. Wie das? Ich dachte, wir müssen zu dem Tor. Hier ist alles sauber. Die sind gerade echt blöd hier. Nee, nee. Suchen wir nichts. Woanders. Moment mal. Ah, da seid ihr ja. Oh nein. Gefunden! Lass sie nicht entkommen! Hä? Warum können wir da nicht durch? Dude! Wegen Lukas bin ich hier festgebackt. Das tut mir jetzt aber nicht leid.
Es sind wir einen schon mal los. Wir können nicht weit fliehen, ist zwecklos. Wir wurden entdeckt. Lukas, bitte hör auf zu nerven. Bitte. Ihr seid erledigt. Oh mein Gott. Boy is a bit cray cray. Eine Spur von ihnen. Planlos geht er. Oh, da müssen wir hin. Ja, lustig. Ja. Hey. Oh, oh, oh. Oh, nein, Gott. Das sieht aus wie ein Schlachtfeld. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Folgen wir dem Wagen und schön die Augen offen halten. Ah, Scheiße! Ach, verdammt. Ich glaube, ich weiß, was hier geschehen ist. Sie machen wieder genau den gleichen Fehler. Um Himmels Willen, tut doch was! Er steckt fest! Helft uns! Ich sehe es kommen. Da kommen gleich die Ratten. Weitergehen, Amicia. Oh Gott! Das darf nicht sein. Es sind so viele. Wie sollen wir da durch? Alter. Die Flüssigkeit auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist Teer. Und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Ja, ja, versuchen wir's. Du kannst Teer anzünden, indem du ein Ignifaderer wirst. Ja, verstehe ich nicht. Ach, das. Das hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Pass auf mit den Flammen. Schön. Becken. Es ist beweglich. Ja. Schön. So. Das ist alles falsch. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Bis die Ratten einmarschieren. Amicia, der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Ausrüstung und Leute. Leute wie Vaudin? Wie soll das bitte enden? Hier bleiben ist der sichere Tod. So, dann gehen wir da mal hoch. Oh, ich habe kein Messer. Belastend.
Lukas. Danke. Meins. Meins, meins. Ja. Gut. Die wurden aber schnell aufgefressen, ne? Weiter geht's nicht. Schade, Marmelade. Josephs Boot. Wir kommen näher. Oh, mehr von ihnen. Das Gebäude links sieht sicherer aus. Ja, fresst euch schön voll. Gehen wir hier durch. Ekelhaft. Dieser Geruch. Thea, verursacht Kopfweh. Ich höre keine Ratten. Nein, aber sie waren hier. Sieh von mal. Von innen abgeschlossen.